Oh, herzlich willkommen in unserem Van. Wir sind ja aktuell in Deutschland, weil wir ein, zwei private Angelegenheiten hier hatten in Deutschland. Und wir haben uns überlegt, wir machen heute mal ein bisschen Erfahrungsbericht und berichten euch von unseren Top 5 aus unserem Van, die wir als Top 5 so wahrgenommen haben, die uns echt gefallen haben an unserem Van. Und im nächsten Video seht ihr dann auch noch die Flop 5 von den Sachen, die uns in den ersten 4 Monaten negativ aufgefallen sind. Ja, damit das Video ein bisschen besser strukturiert ist, haben wir euch unten auch die Timestamps eingeblendet. Dann könnt ihr immer zum jeweiligen Topic switchen. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch was daraus mitnehmen konntet, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns zum einen ein Like gibt und natürlich auch direkt ein Abo dalasst. Genau, dann starten wir mal direkt mit unseren Top 5. Wir fangen von hinten an, also Platz Nummer 5 belegt unsere Bettsitzkonstruktion, wo wir uns jetzt auch gerade befinden. Das ist ja immer so ein Thema, wo, ja, was ein bisschen umstritten ist. Macht man ein festes Bett, macht man eine U-Konstruktion? Wir haben uns damals bewusst für die U-Konstruktion entschieden zum Umklappen, also dass wir den Tisch runterfahren können, dann das Bett haben und tagsüber eben eine schöne große Sitzfläche. Unserer Meinung nach hat sich das total garantiert. Wir können hier locker zu 6, 7 drin sitzen. Hatten hier schon einige fröhliche, feuchtfröhliche Abende auch mit Freunden. Und abends das Umbauen dauert 2 Minuten, morgens genau das gleiche Spiel. Unserer Meinung nach gar kein Problem, hat sich gelohnt. Genau, also auch auf unsere Größe bezogen, also auf dem L2. Ja. Ist für uns wirklich the way to go gewesen. Das Maximale und rausgeholt. Genau, wir haben das Maximale rausgeholt. Ja, gefällt uns auf jeden Fall und würden wir aktuell auch so wieder machen. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 4 unserer Top 5. Das sind nämlich unsere Fenster. Wir haben ja hinten eine große Dachluke, die Mediheki, und hatten vorne schon eine kleine Dachluke mit Ventilator eingebaut. Den Ventilator haben wir am Anfang so ein bisschen, ja, gar nicht wahrgenommen, ehrlicherweise, und dachten so, ja, braucht man das wirklich? Aber der hat sich jetzt gerade in den wärmeren Tagen dann wirklich rentiert. Überlegt euch, ob ihr so eine Dachluke auch einbaut. Ihr macht ganz einfach hinten die große Dachluke über Nacht auf, macht die kleine Dachluke über Nacht auf und stellt den Ventilator auf Auszug und dann strömt von hinten durch die große Dachluke echt gute Luft rein. Und ist ein guter Durchzug. Das hat uns schon so oft die Nacht gerettet, das glaubt ihr gar nicht. Auch tagsüber, finde ich. Das ist wirklich angenehm, auch wenn man natürlich kocht oder das irgendwie mit der Dusche kombiniert, dass der Dampf dann abziehen kann. Das ist wirklich, wirklich ein Lifesaver. Lifechanger, Lifesaver, beides. Ihr wisst, was ich meine. Es ist wirklich cool, das macht wirklich Spaß und die Kombination mit 2 Dachluken hat sich bei uns wirklich sehr rentiert. Ja. Ich glaube, die beiden Dachluken sind sogar wichtiger als ein Seitenfenster, würde ich fast behaupten. Zumindest im Sommer. Also es bringt auch viel Helligkeit von oben rein und der Durchzug jetzt bei 30 Grad im Schatten war wirklich super angenehm. Wirklich. Kommen wir danach direkt zu Punkt Nummer 3. Da geht es um das Thema Küche und unser Raumkonzept. Wir haben uns auch hier bewusst für ein sehr, sehr offenes Raumkonzept entschieden. Wir haben ja eigentlich nichts wirklich hochgebaut, auch die Dusche beispielsweise. Und mir war es besonders wichtig, dass wir eine große Küchentheke haben. Ich liebe es zu kochen und zu backen und ja, jeder, der gerne kocht und backt, der weiß, dass man sich da auch mal ausbreiten möchte. Deshalb finde ich viel Platz auf der Küchentheke extrem wichtig. Und auch hier bin ich sehr froh, dass wir uns dafür entschieden haben. Wir haben schon einige Komplimente auch dafür bekommen und auch in der Praktikabilität. Hat es sich auf jeden Fall als sehr positiv erwiesen. Ich bin happy, kann mich ausbreiten, kann auch mal gleichzeitig ein paar Dinge vorbereiten. Und das offene Raumkonzept, ja, wir lieben es. Also du kommst rein, es ist hell, es ist luftig. Wir haben uns nichts verbaut und würden es auch jetzt immer wieder so machen. Ja, ein cooler Nebeneffekt ist, dass du noch diese Ablagefläche oben auf der Dusche hast und beispielsweise da nochmal irgendwas schnibbeln kannst oder irgendwelche Sachen abstellen kannst. Und dadurch, dass die Duschbox auch ein bisschen höher ist, hat man so eine angenehme Stehhöhe da auch. Finde ich ganz cool eigentlich. Man kann sich da schön dagegen lehnen. Auch wenn jetzt beispielsweise hier in dem Sitzbereich 2, 3, 4 Leute sitzen, kann man sich da hinstellen, und kann kochen. Irgendwie kochen oder stellt sich da einfach hin und mit dem Getränk und guckt den anderen zu, wie sie quatschen oder irgendwie so.
das ganze Ding wirkt drinnen breiter, vielleicht nicht ganz so lang wie andere Vans, weil es einfach, ja, weil es nicht so wie ein Korridor wirkt. Das haben wir öfter gehört, dass unser Van breiter wirkt, zwar kürzer, er ist ja auch ein L2 nur, aber durch das offene Konzept wirkt er auf jeden Fall relativ breit, auch weil wir im Gang sehr viel Platz noch haben. Also du kannst da auch locker zu zweit nebeneinander stehen und es ist nicht super eng. Ja. Ja. Das gefällt uns. Fabi hat es jetzt schon angesprochen, die Dusche, und das ist unser Punkt Nummer 2. Hier waren wir ja anfangs auch ein bisschen skeptisch. Wird es sich jetzt praktisch erweisen? Ist es alles so oder funktioniert es alles so, wie wir uns das gedacht haben? Und auch die Dusche hat sich als super praktisch herausgestellt. Also wir können ja zum einen dank unserer Duschbox innen duschen mit dem Duschvorhang. Und das passt auch vollkommen. Also wir haben hauptsächlich draußen geduscht tatsächlich, aber die 3-4 Mal, die jetzt auch mal schlechtes Wetter war oder man eben nicht draußen duschen konnte, weil andere Menschen anwesend waren, ist es super easy, diesen Duschvorhang hinzuhängen und da einfach 3 Minuten sich abzuduschen. Total entspannt, wir passen beide sehr gut, also nicht zu zweit, aber jeder passt da gut in die Duschbox rein. Das wird ein bisschen sportlich, glaube ich, ja. Und was am allerpraktischsten ist, ist tatsächlich die Außendusche. Also es ist so geil, weil du einfach die Duscharmatur, den Schlauch nach draußen packen kannst und dann direkt durch die Schiebetür draußen stehst und dich entspannt draußen abduschen kannst. Das haben wir in 90% der Fälle eigentlich jetzt genutzt. Ja, aber am Ende dann schon wieder drinnen teilweise. Ab und zu, ja, weil wir auch mal auf dem Parkplatz standen. Ja. Aber in der Natur duschen ist einfach geil. Ja, das kann jeder bestätigen, glaube ich, der mal draußen geduscht hat. Was uns mir noch aufgefallen ist, ja, man braucht den Duschvorhang teilweise gar nicht. Wir haben uns teilweise einfach reingekniet. Ja, stimmt. Und haben dann einfach so geduscht ohne Duschvorhang. Das hat wirklich tadellos funktioniert. Und das spart euch natürlich auch nochmal mega Wasser, weil ihr einfach in dieser Hockposition, das geht einfach mega schnell. Also wir haben dann teilweise nur 3, 4, 5 Liter Wasser verbraucht pro Duschvorhang. Und man wird trotzdem sauber. Und man wird wirklich sauber. Und also jeder, der das vom Campen weiß, also es hilft dann schon ein bisschen Wasser, um sich einmal wieder angenehm geduscht zu fühlen. Und da braucht es gar nicht viel. Und ja, also wir hätten es ehrlicherweise gar nicht so gut erwartet, aber das ist die Duschbox ist wirklich eine coole Lösung. Ja, es gibt ja mittlerweile zig verschiedene Varianten von dieser Duschbox. Egal wie ihr es löst, wenn ihr keine Lust auf eine vollständige Duschkabine habt, ist es vielleicht auch eine Idee für euch. Und jetzt kommen wir zu unserer Numero Uno, unserer, ja, wie wir finden, echt coolsten Sache. Man nimmt die, glaube ich, im Alltag als total selbstverständlich, aber für viele, die im Van reisen, haben immer mal wieder ein paar Probleme mit, nämlich mit dem Strom. Also wir haben ja jetzt eine 180 Amperestunden Lithium-Ionen-Batterie und sind wirklich super zufrieden mit der. Wir hatten ja da so ein paar Anfangsschwierigkeiten mit Überspannung. Da hat sich dann herausgestellt, das ist der Laderegler, dass der sich auf 24 Volt umgestellt hat. Warum auch immer, der war nicht passwortgeschützt, vielleicht hat sich da ein Schabernacken Spaß rausgemacht und den auf 24 Volt umgestellt. Ist auch egal, mittlerweile läuft das 1A. Wir hatten in den 4 Monaten nicht einmal irgendwelche Probleme. Nee, wir haben eigentlich immer ausreichend Strom. Wir hatten einmal ein wenig Strommangel, als wir dann wirklich 8 Stunden oder so und es wirklich Schnittprogramm 3 Tage geregnet hat. Und es 3 Tage geregnet hat, dann wurde die Batterie wirklich ein bisschen leerer. Aber mit dem Ladebooster dann einmal rumfahren und du hast keine Stromprobleme. Ja. Also wir arbeiten schon viel mit den Rechnern und haben ja einen Kühlschrank und alles Mögliche. Die 180 Amperestunden, 200 Watt und Ladebooster, die Kombination hat sich für uns auf jeden Fall bewährt. Ja. Sind für uns somit autark eigentlich. Waren nie irgendwie groß am Landstrom dran und haben irgendwie laden müssen. Mir fällt tatsächlich nichts ein, wann wir es gemacht haben. Auch das Upgrade zur Lithium-Ionen-Batterie lohnt sich. Also gerade wenn man Langzeit reist mit dem Van und darin wohnt, dann investiert wirklich das Geld in eine Lithium-Ionen-Batterie. Weil mit unserer AGM-Batterie hätten wir so den Reisestil nicht machen können, wie wir ihn jetzt gemacht haben. Auf jeden Fall nicht so sorgenfrei. Und ihr müsst euch immer im Klaren sein, wenn ihr dann eine Lithium-Ionen-Batterie kauft.
spart ihr euch auch den Batterieschand, also den Batteriecomputer. Ja, man muss sich überlegen, ist einem dieser Aufpreis wert, aber gerade für Langzeitreisende auf jeden Fall. Ja. Es gibt, wie gesagt, ja jetzt auch die Alternative von dem Bellona, mit der sind wir sehr zufrieden. Ja, mehr können wir dazu eigentlich nicht sagen. Nee, das waren so unsere Highlights, die sich jetzt in den 4 Monaten herausgestellt haben. Fabi ist am Schwitzen. Es ist ein wenig warm heute. genau, das waren unsere Highlights, die sich jetzt in den letzten 4 Monaten herausgestellt haben. Insgesamt sind wir wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir gebaut haben, wie wir es gebaut haben. Wir sind selber ein bisschen überrascht, dass sich alles oder die meisten Dinge als sehr positiv herausgestellt haben. Und freuen uns, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr was davon mitnehmen könntet. Genau, habt ihr irgendwelche ähnlichen Erfahrungen gemacht? Genau, lasst es uns doch mal wissen. Ja, berichtet doch mal von euren Erfahrungen. Was sind denn eure Highlights bei euch im Van? Oder wie empfindet ihr unsere Highlights? Genau. Und wenn euch das Video gefallen hat, schaut auf jeden Fall wieder vorbei. Nächstes Mal gibt es dann die Flop 5.